Ich habe irgendwie eine sadistische Ader, kann das sein? Das ist aber bekannt. Echt? Warum ist das mir nicht bekannt? Ja, weil du eine sehr seltsame Selbsteinschätzung hast. Ach so. Ist aber komisch. Warum geht der Frachtgreifer nicht? Massesperre, toll. So, mal ganz kurz. Kann ich diese Drohnen... Ich guck mal eben nach bei Steuerung. Ich will mal eben bloß ganz kurz gucken. Kühlung verschiedenes. Kann ich diese Drohnen auch so... Frachtgreifer, Fahrwerk, Mikrofon, Schildzelle, EGM, Waffenantrieb... Fracht abwerfen, Frachtgreifer... Ah, Position 1. Okay, kann ich mir dann merken, das passt. Nee, schade, funktioniert nicht. Ich dachte, ich kann jetzt hier irgendwie ganz schnell einstellen. Abbrechen. Wie, zum Spielen mir fortsetzen. Wie ich diese Drohne loswerde. Also, wie ich die starten kann. Aber das geht irgendwie nicht per Hotkey. Zum Start beschleunigen. Ich hab doch beschleunigt. Ach, die haben mich runtergeregelt. Okay, jetzt. So. Denk mir gerade, hä, warum will er denn beschleunigen? Aber der hat nicht gecheckt, dass ich auf hier auf Anschlag bin. So. Wie machst du das denn? Du wechselst die Feuergruppe wahrscheinlich immer, oder? Jo. Okay. Ich schicke ja keine Drohnen raus, während ich gerade mitten im Kampf bin. So, Steuerung, Sammeldrohne. Okay. Machen wir das mal so. Da müssen wir die Feuergruppe dann wechseln. Aber das kriegen wir hin. Hast du jetzt wirklich so viele Anacondas getötet oder kam da gar nichts? Doch, doch. Waren gerade wirklich drei da. Jetzt ernsthaft? Also nicht drei auf einmal, sondern drei nacheinander, aber ja. Toll. Ja, sehr episch, muss ich sagen. Während der Zeit, wo ich Sachen gekauft habe, hat der Cooper die ganze Action gehabt. Schön. Ja. So lobe ich mir das. Wie es halt immer so ist. Wo bist du denn? Ach, da hinten. 13 Kilometer entfernt. What? Ja, aber ich werde gleich zurückfliegen. Ich sammle hier noch gerade den letzten Rest ein und dann... Was geil ist, hier ist gerade nichts. Also ich bin jetzt gerade hier rausgesprungen beim... Du hast jetzt was mitgenommen, oder? In der Fracht. Naja. Ich habe jetzt was, meine Frachtluke sind jetzt Haushaltsgeräte und Überlebensausrüstung drin. Also ich, ja, weiß, ich weiß nicht, ob das ausreicht, dass die mich angreifen. Aber abgesehen von dir ist hier gerade gar kein feindliches Schiff. Also überhaupt ja, gar kein Schiff. Ja, ich habe gerade das letzte gekillt, ja. Jetzt ist gerade wieder ein bisschen Stille hier, ja. Das ist toll, weißt du, kaum lässt du den Cooper einmal allein in irgendeinem Gebiet, ist plötzlich alles leer. Alle freundlichen Schiffe sind abgehauen, alle feindlichen Schiffe zerstört. Schön. Ja. Das ist eine Sogwolke, hohe Energie. Oh, ich mein Sogwolkenscanner. Frag mich, ob wenn man, wenn ich jetzt, weil ich sehe ja gerade meine Fighter-Hangar-Luke unter mir. Ach, da unten wird geschossen. Ja. Auf meiner Unterseite. Wenn ich jetzt keinen Fighter-Hangar ausgerüstet habe, ob ich die dann trotzdem da habe, diese Luke. So. Das war interessant eigentlich. Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht. Da wird gerade geschossen da hinten. Das ist eine Vulture. Ist die feindlich? I'm out of the hatch, Commander. Tell me where you need me. Mal gucken, ob die feindlich ist. Ich weiß es nicht. Ach so, die ist hinter mir. Oh, fertig gesammelt. Warnung, Schiff wird angegriffen. Was? Wer greift mich denn an? Warum bin ich angegriffen? So. Er ist gesucht, okay. Scan detected. Order received. Engaging. So. Oh. Das ist übrigens super. Ich habe gerade meinen Fighter gesagt, er soll das Schiff angreifen. Was macht das Schiff? Es greift natürlich instinktiv gleich den Fighter primär an und nicht mich. Ja. Na gut. Eigentlich ja clever. Ja. So kann man auch Gegner von sich ablenken, ein bisschen. Okay, da kam ein bisschen geruckelt, warum auch immer.
Super Cooper, halt zur Hilfe! Nein, der Super Cooper, den brauche ich nicht. Geh weg, Super Cooper! Ist meine Walter! Super Cooper ist da, Super Cooper ist da. Ist übrigens toll, jetzt wo ich Fracht habe, greift mich halt jeder Böppel an gerade. Na, ist doch cool. Ein bisschen Action hier. So, okay, die Walter ist gleich tot. Drohnen im Anflug. Ach was, die wollen mich jetzt plündern! Ja, klar, jetzt kommen wir aber durch deine Schilde durch und so. Mein Schild ist gleich offline. Quatsch, das sind ja volle zwei Ringe. Schießen alles auf dich, ein Dropship. Ich geh mal vielleicht auf den Dropship. Uiuiui, hier geht's ja ab, ey. Toll! So. Frachtluke, Fehlfunktion. Das sind meine Schilde durch. Wieso? Also, wie halt alle auf mich schießen gerade? Kein Problem, ich hab jetzt ein bisschen. Ich hab jetzt Zweier geschossen. Schilde sind offline. Volle cool. Energie auf Systeme. Ja, jetzt war es auch nicht mehr auf Systeme. Nee, ich gebe alles auf Waffen. Ich glaube, die ballern mich gerade wirklich weg. Das wäre witzig. Weil du Haushaltsgeräte. 85, wegen fucking Haushaltsgerät, weißt du? Ich glaube, ich schieße mal da weg. Da ist jemand auf dich. Das sind Imperial-Dingens, ich ziehe mich mal kurz zurück. Den müsstest du mir kurz wegballern. So, ich ziehe mal Energie auf Schilde. So. Oh. Schießen noch auf dich, auf da. Meine Güte, sind wie die Fliegen an dir dran. Ja, ne, das ist echt schlimm, weil die ballern halt alle auf mich. Kein Problem, ich hab schon. Das ist gerade echt wie so Äpfel pflücken, gerade einen nach dem anderen, die dich verfolgen. So, warte mal. So. Ich hole mal eben mein Dingens zurück. Meinen Fighter und dann gehe ich mal ganz kurz. Ich habe 54% Hülle nur noch. Willst du mich verarschen? Die haben halt. Ohne Mist! Weißt du, ich muss dran denken. Die sind alle auf einmal gespawnt, ey. Da ist eine Förderlands. Ja, die waren plötzlich. Die waren alle da plötzlich, ne? Voll cool. Angedockter Fremdkörper. Ist halt geil, wie die gerade hier meine Dinger hier plündern, alles. Die wollen unbedingt diese Haushaltsgeräte. Ja, aber wie kommt die durch meine. Wie kommt die durch meine Schilde durch? Das check ich nicht. Naja, die waren ja vorhin ganz schön angeschwächt schon. So, Förderlands ist auch kaputt. Wo ist der nächste? So. Wo bist du gerade? Zora, könntest du bitte andocken? Wo bist du gerade? Irgendwo ganz hinten. Ey, der greift mich an, ne? So, Frachter ist da. Ich zieh mich zurück. Hast doch wieder Schilde. Kannst du wieder zurückkommen? Alles gut? Ich hab 54% Hülle. Du hast wahrscheinlich eh keine Fracht mehr gerade. Das Geile ist, ich kann nicht mal einen Frameshift-Antrieb. Doch, jetzt. So, angedockter Fremdkörper. Ich muss hier weg. Alter. Das war aber auch, weißt du, ich war mitten im Spawnpoint plötzlich und alle schießen sie auf mich. Ich denke mir so, what? Wo kommt die alle her? Weißt du, warum das auch eine Challenge wäre mit, Fracht nehmen und dann schauen, wie lange man überlebt? Ja, aber das war jetzt, also dafür sind meine Schilde noch nicht ausgelegt. Die haben zwar lange gehalten, aber 5 Schiffe, die auf mich draufballern, vor allem ich habe das zu spät gecheckt, weil ich habe die Schildzelle und den hätte ich nutzen können, dass die Schilde schneller regenerieren. Das habe ich aber nicht gecheckt. Ja, aber das ist eigentlich eine ganz gute Übung. Also wenn du danach, also mach das ruhig nochmal mit Fracht herkommen, weil damit lernst du jetzt mal ein bisschen so in dieser. Also genau dieses Thema mit den Schildzellen und so weiter. Ja. Aber das habe ich, da habe ich gerade überhaupt nicht dran. Ich sehe bloß, ach so, Schilde, ja. Schildzellen machen auch nur Sinn, solange du noch Schilde hast, ne? Also ja, du brauchst nicht zünden, wenn du keine mehr hast. Wichtig ist bloß, dass du halt Schildzelle machst und dann gleich den Kühlkörper, dass du nicht halt durch Überhitzung gegrillt wirst. Das habe ich gecheckt schon. Nachdem ich in der letzten Runde fast gegrillt worden wäre. Hoch. Greift er meinen Fighter an. Aber ich muss lustigerweise sagen, der Fighter hat überlebt. Und ich habe ihn sogar zurückbeordert. Das heißt, ich habe keinen einzigen Fighter verloren im Kampf. Nur einiges an Fracht. Ja, hast du mal geguckt? Hast du noch Fracht? Ich muss mal gleich gucken, welchen Walker City bin, ja. So, jetzt rechts schauen. Ja, ich spring gerade raus drum. Habe ich noch Fracht? Inventar.
Haushaltsgeräte, 4 Überlebensausrüstung, 5. Die haben mir tatsächlich, die haben mir auch Drohne geklaut. Ja, das kann auch sein. Das ist geil. Ja, auch als Fracht, aber die, also Drohne allein wollen sie eigentlich nicht klauen. Pass auf, die haben mir geklaut 21 Drohnen, 5-mal Überlebensausrüstung und 6-mal Haushaltsgeräte. Also, der hat sich schon gelohnt für die. Ganz schön gierig, die Leute. Vor allem, ich habe damit halt überhaupt nicht gerechnet. Aber ja, komm, das... Hast du wieder einen teuren Thermomixer wahrscheinlich gekauft? Den will jeder haben. Ja, da, obwohl ich vom Thermomix... Hey, Container-Drohne! Ja, das dürfte, meine sein. Die sammle ich doch gleich mal ein, Mensch. Schön, dass du was hast, nachdem sie eine Frachtluke aufgerissen haben. Ja. Mann, ey. Das ist auch mega peinlich, weißt du? Du hast einen Enner und wirst halt ausgeraubt wie so... Keine Ahnung, wie so ein kleines Transportschiff. Ja, das waren jetzt alles vor allem kleine Schiffe, die dich da angeputzt haben. Also das musst du noch üben mit den Schildzellen und so weiter. Ja. Also das hat mich jetzt einfach so mega überrascht gerade. Vor allem, dass so viele auf einmal da waren. Davon war ich eigentlich am meisten überrascht. Aber es ist ein sehr guter Lerneffekt, finde ich. Ja. Was haben wir denn hier alles? Was sammle ich denn hier? Ah ja, Haushaltsgeräte. Und Überlebensausrüstung. Das ist toll. Cooper, sammle jetzt. So kann man auch Sachen übermitteln einfach. Ja, genau. Das ist unfassbar. Ja, aber das heißt, jetzt habe ich auch Fracht. Das ist doch nicht schlecht. Aber das ist nicht die ganze Zeit. Achso, nee, du hattest keine Fracht. Genau, du hast bloß die Ressourcen gesammelt. Ja. Achso, warte mal, hier jetzt hat. Ah, okay, jetzt checke ich das hier. Ich dachte, ich muss jetzt noch 30 dazu kaufen, aber nee, das sehe ich dann hier mal. Okay. Gut zu wissen. So. Warenmarkt. Aber wegen halt beschissenen Haushaltsgeräten, weißt du, machen die halt so einen Trara plötzlich. Wäre mal witzig, was gewesen wäre, wenn du Biomüll genommen hättest, ob sie dich auch zerlegt hätten wegen der Kacke. Das wäre eigentlich auch lustig, ja. So, achso, ich wollte mal ganz kurz was gucken. So, Ausrüstung, warte mal. Wie schaut's mit meiner Energie aus? Vielleicht kann ich noch einen Schildbooster reinbauen. Ich sammle aber gar nicht die Items ein. Ist eigentlich auch nicht schlecht, aber... Du hast ja gesagt mal, wenn, der Schildgenerator ist ja eigentlich, der verliert ja keine Leistung, ne? Das heißt, wenn der Maximum ist, ist er Maximum, der verliert die Leistung selber so nicht. Oder? Was? Jetzt haben wir dazu können. Der Schildgenerator verliert die Leistung nicht. Nicht der Schildgenerator, der Energiereaktor. Warum dauert das gerade so lange hier? Wie verliert die Leistung, was meinst du? Naja, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du auf dich geschossen wird zum Beispiel, dass der Reaktor Leistung nach und nach verliert zum Beispiel. Und ja, die können ja halt den Reaktor zerschießen. Und dann hast du gar keine Leistung mehr. Ja, aber dann ist auch das Schiff kaputt. Naja, es kann schon auch irgendwie passieren, dass du Leistung verlierst, wenn der Reaktor irgendwie bei 50% ist oder so. Na so, okay. Ich habe hier gerade einen Ladecircle auf Doom. Er sagt bitte warten. Aber es tut sich nichts mehr. Ja, das Schiff zwar schön jetzt hier irgendwo reingetrudelt, aber ich kann nichts mehr machen. Irgendwie... Meine Drohnen wollen nicht dein Zeug einsammeln, die sind schon gut erzogen. Ha. Hä, wieso? Der lädt gerade das Menü nicht. Der lädt gerade die Sternenhaft, die Ausrüstung nicht. Das ist gerade ein Ladecircle und das war's. Mehr macht er nicht mehr. Muss ich mal das Spiel neu starten, ha? Nee, drück halt mal wieder B und... Das tut sich ja gar nichts. Also ich kann, also halt ich kann gar nichts machen. Also, ich kann nicht navigieren, ich kann... Also normalerweise haben sie einen Timeout eingebaut. Ich kann auch nicht ins Head-Up-Display, geht auch nicht. Ich sehe die Schiffe, wie sie draußen rumfliegen. Aber hier drin tut sich gerade nichts. Schön, ist eine tolle Runde. Man sieht sehr viel in diesem Let's Play. Ja, ist irgendwie... Zumindest diese Aufnahme heute. Ich glaube, ich gehe mal ins Hauptmenü zurück. Geht das? Ja, das geht. Ah! Ach, jetzt hat er mich rausgeschmissen, ja. So, Ausrüstung, probieren wir es nochmal. Ich komme gerade nicht ins Ausrüstungsmenü. Hm,
Ich ja auch nicht weiterhelfen, weiß ich nicht, was los ist. Sehr mysteriös. Ich gehe mal ins Hauptmenü und starte nochmal die. So. Jetzt habe ich mich wieder rausgeschmissen. So. Start. Private Gruppe. Cooper. Mal gucken. Spiel wird geladen. Gucken wir mal, ob das jetzt geht. Ah, wunderschönes Schiffler. So. Geschwader wird. Ah, ich glaube, der hat sich gemerkt, dass wir im Geschwader waren. So, mal gucken, was jetzt geht. Ausrüstung. Okay. Nee, er lädt nicht mehr. Er lädt einfach die Sternenhafen, die, also er lädt gerade die Ausrüstung nicht. Das Tolle ist, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte eigentlich. Ach ja, ich wollte einen Schildbooster, wollte ich gucken, ob ich noch einen reinkriege. Das ist interessant. Kann ich dir mal, ach so, ja, ich kann gar nichts machen. Jetzt muss ich auf den Timeout wieder warten. Ah, wenn ich Escape drücke, komme ich sofort zurück. Das ist cool. Dann habe ich auch gesagt, drück mal B. Oder wahrscheinlich Escape halt auf der Tastatur. Naja, Escape ist das bei mir. B dachte ich mir, dass du, dass ich ins Setup-Display rein soll. Okay, nö, das geht nicht. Kann ich in die Werft? Die Werftlädte. So. Sternenhafendienste. Aus. Kann ich die Lackierung ändern? Okay, das geht. Da komme ich lustigerweise rein. Ich komme nur in die Ausrüstung nicht mehr rein. Das will er einfach nicht laden. Ich mal auch zurück nach Walker City jetzt. Ja. Nein. So. Okay. Na gut, wollen wir noch ein Ründchen da machen? Ja. Müssen wir erstmal wieder ins Geschwader und so. Geschwader-Einladung. Ich habe nochmal eine geschickt. Hast du die gekriegt? Jo. Also das ist komisch. Es geht halt alles. Geschwader-Einladung Einladung geht, Schiffe gehen, aber die Sternenhafendienste, wenn ich reingehe auf Ausrüstung, lädt er einfach nicht. Ich fliege mal aus der Station raus und wieder rein, vielleicht lädt das dann neu. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Fehler noch nie gehabt. Also es ist halt komisch, weil alles funktioniert, nur bei Ausrüstung sagt er so, nö, mag ich nicht. Vielleicht sind die Server auch gerade... Das wird ja auch so instanzmäßig sein, auf einzelne Server aufgeteilt sein, vermute ich mal. Vielleicht haben die Server gerade ein Problem. Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Kann sein. Docking clamps retracted. Observe station regulations on exit. So, weil vor allem du kannst halt spielen, ne? Das ist halt total geil. Oh. Oh. Ja, perfekt rausgeflogen. Hat überhaupt nicht geschrappt. So. Ich muss dann, glaube ich, erstmal ein bisschen wegfliegen, bevor ich wieder ein Docking-Dingens anstellen kann, oder? Ja, aber nicht so weit. Ein Kilometer oder so. Okay, geht. So, probieren wir es nochmal. Also, ich würde da gerne probieren jetzt, dass ich vielleicht noch einen Schildbooster reinkriege. Weil wir haben ja, dadurch, dass wir jetzt die Waffen hier umgebaut haben, haben wir unglaublich viel Energie eigentlich noch übrig. Das ist zumindest die Theorie. Ich lasse mich mal überraschen. Muss ich jetzt eigentlich hier noch warten in Schlange? Ich musste mich noch nie in der Warteschlange anstellen beim Andocken. Ja. Wieso bin ich jetzt in der Warteschlange? Your approach is good, Commander. Kann's auch mal sein. Ich bin immer voll reingebrettert. Mann, Mann, Mann. So. Kannst ja auch immer noch reinbrettern. Signalgeschwader. Fraktion. Nicht verfügbar. Fahrwerk eingefahren. Frachtluke eingefahren. Sehr gut. So, probieren wir es nochmal. Ach stimmt, ich brauche hier mit der Anaconda brauche ich ja jetzt die, die großen Landeplätze, ne? Jo. Da stimmt, das hast du ja im letzten Dingens gesagt, dass ich irgendwas brauche mit großem Landeplatz.
Das heißt, warte mal, auf diesen kleinen Stationen, die im Weltall sind, kann ich jetzt gar nicht mehr landen dann, oder? Mit der Anna? Nein. Das ist aber doof. Ja. Interessant. So, probieren wir es nochmal, ob das jetzt geht. Was ist jetzt dann eigentlich, wenn du so, mal so blöde Frage, wenn du zu Missionen hast, wo du auf so kleine Stationen hin musst, musst du immer praktisch das Schiff wechseln dann, oder wie? Ja. Okay. Also du kannst die Mission gar nicht erst annehmen mit deiner Anna. Also du musst schon von vornherein mit einem kleineren Schiff dann da sein. Ah, okay. Gut zu wissen. Also, die Sternenhafendienste funktionieren nicht, beziehungsweise die Dienste schon, aber die Ausrüstung geht gerade nicht. Die lädt er nicht. Was du halt mal machen könntest, ist nicht die Ausrüstung aufzurufen, während du noch oben stehst, sondern erst Hangar betreten machen. Nee, aber er fährt ja runter. Und wenn ich jetzt dann runtergehe, dann bin ich unten im Hangar. Und wenn ich dann reingehe, Sternenhafendienste, und dann sage Ausrüstung, kommt der gleiche Ladekreisel. Bist du schon da? Nee, ich habe gerade noch ein Signalding entdeckt und... Ach so. War natürlich wieder eine Falle von Piraten. Jetzt muss ich sie gerade mal alle töten hier. Ach so. Ist ja hervorragend. Würde mich interessieren, ob es bei dir geht. Ja, ich mache mich gleich wieder auf den Weg. Das ist echt komisch. Also im Internet kann es auch nicht liegen, weil sonst würde ich den Cooper nicht mehr hören. Sonst könnte ich auch nicht mehr so spielen gerade und so weiter, sonst würde ich noch hier nicht sehen. Es ist irgendwas mit den Elite-Servern dann. So. Geht es bei Kontakte? Alle Kopfgelder einlösen. Ach cool, ich habe sogar 284.000 Kopfgeld gekriegt von irgendwas, was irgendjemand abgeschossen hat. Die kann ich auch annehmen, lustigerweise. Ja, wahrscheinlich deine Pilotin. Das kann die sein. Die übrigens jetzt auch immer fleißig die Hand offen hält. Ja, die kriegt ja ein paar Dinge, kann sie haben. Ich meine, wenn sie zu viel will, dann schmeiße ich sie einfach auf die Luftschleuse raus. Die wird aber auch die Hand offen halten, wenn du jetzt zum Beispiel, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber wenn du dein Gold Rush machst. Und ja, das stört mich jetzt weniger. Gewinnanteil 3%, zumeist harmlos. Okay, sie ist schon nicht mehr nur harmlos. Sie ist schon im Rang aufgestiegen. 18,9% auf Neuling. Finde ich gut. Was ist dann das Höchste? Experte oder wie? Oder Meister? Nee, Elite. Ah. Sehr schön. Steigt dann eigentlich mit jedem Rang, den sie hat, auch der Gewinnanteil? Ja, ne? Ja, aber nicht so schnell, wie wenn du gleich einen höheren genommen hättest. Okay, aber hier, du fängst mit 2% an, dann sind es harmlos, Neuling, kompetent, Experte. Ach, okay. Der Experte gleich will 12% Gewinnanteil haben. Genau, und du fängst hier mit 2 an. 3, 4, 5, 6. Du sparst dir praktisch 50%, wenn du es hochlevelst dann. Sehe ich das richtig? Ja, 6%. Ist das 6%? Ja, der will 12 und du zahlst 6. Also. Ja, also hast du 50% Einsparung. Ja. Weil 6 ist die Hälfte von 12. Ja. Entschuldigung. Aber... Du zahlst ne, anteilig von deinem Gehalt, also von dem, was du kassierst. Ach so, ja, ja, das schon. So, jetzt geht's übrigens wieder. Komisch. So, was sagt die Energie? Wir haben 31,99 Megawatt. Jetzt schauen wir doch mal. Schildbooster. Waren das Schildbooster? Ja, ne? Typ A. Kaufoption, ja. Kaufen. Cool, jetzt kann ich wieder ein paar reinbauen hier. Also mit den Waffen geht's jetzt, dass ich die reinbaue. So, jetzt schauen wir mal. Der wird nicht mehr gehen, das wird zu viel sein. Oh, geht sogar, ganz knapp. 35,59 Megawatt von 36. Kann man das machen oder nicht? Klar. Okay. Dann habe ich jetzt... 1, 2, 3, 4, 5 Schildbooster drin. Das ist doch eigentlich nicht schlecht jetzt. Ich nehme jetzt auch mal 5 Haushaltsausrüstung mit. Jetzt hat er Blut geleckt, weil er gemerkt hat, oh geil, Haushaltsgeräte, das muss in diesem Sektor, das muss wertvoll sein. Ja. Da stürmen sie sich alle drauf und legen sich mit der Enne an
und dann hauen 20.000 Schiffe drauf. Das ist voll gut. Ja. Wenn wir beide jetzt was haben, dann teilen wir uns wenigstens die Agro und wir locken aber wenigstens viel an. Ja, das stimmt. Wir sind halt jetzt leider zu bedrohlich. Wir müssen jetzt halt schon mit kleinen Guzzis anlocken, damit die überhaupt erstmal in unsere Nähe kommen. Ja, das kriegen wir hin. Ach, ich sehe gerade übrigens, ich muss jetzt die Fighter neu anordnen. Also neu ausrüsten. Oh geil, da gibt's so einen schwarz-roten Fighter-Lack. Übrigens, die Rechnung geht nicht ganz auf. Also es steigt nicht einfach jedes Mal 1%, sondern... Ach so. Also meine Veronika ist schon Expertin und die hat nur 5% Gewinnanteil. Ah, okay. Na gut. So. Ach ja. So. Du bist noch unterwegs gerade, ne? Nee, ich bin schon in der Station. Wir sollten jetzt mal starten, wenn wir nochmal einen Run machen wollen. Es ist schon wieder so spät. Sehr gut, dann starten wir doch. So, ich habe gerade mal auf der Website gebrowst nochmal. Eieiei, wieso? Das ist doch... Das ist ja ein Unding, ist das. Ich habe ja auf dich gewartet. Ich dachte, du brauchst noch ein bisschen... Ich dachte, weil du die Piraten hier gekillt hast. Ich wollte jetzt nicht ohne dich losfliegen. Du weißt doch, ohne dich bin ich verloren. Ja, ja. Ich brauche meinen Cooper an der Seite. Ich glaube, wir starten gerade gleichzeitig. Ich flieg zuerst raus. Ich flieg zuerst raus. Das wollen wir ja mal sehen. Mach Platz, Dicke. Mach Platz. Oh, ich positioniere mich mal. Verdammt! Du bist halt früher rausgeflogen. Alter, nicht bremsen! Ah! Entschuldigung mal. Geht's noch? Ich dachte, ich komm durch. Ja, jetzt steck mal. Ich komm nicht weg. Ich häng fest. Meine Schilde, meine Schilde. Ich häng fest, ich komm nicht weg. So, ich hab doch gesagt, die kommt zuerst raus. Von wegen. Scheißdreck, kommst du. You're currently in a no-stop zone. Move along. Jetzt müssen wir nur mal gucken, welche. Ich hab vor allem eine Strafe bekommen jetzt halt wegen Übertretung. Oh Mann, ey. Unglaublich, ey. Jetzt hab ich voll den Anaconda-Kratzer oben, ey. Aber, oh, Alter. Oh, mein Bauch. Das tut weh. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich habe kein Kopfgeld gekriegt. Ja, ich musste ja zurücksetzen, weil irgendwas mich da voll verkeilt hat und langsam meine Schilde runtergingen. Das sah aber echt geil aus, weil ich einfach so drin hing dann. Und ich dachte, ich schaffe das, dass ich unter dir dann durchmanövriere. Weil du so schön gewartet hast, dachte ich, ich kann mich da durchquetschen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Du weißt schon, dass ein Schiff allein schon gerade so durchkommt. Wie denkst du, dass da wir parallel rein durchkommen? Ja, ich dachte, das geht irgendwie. Oder ist eine andere, du solltest mal schnell kommen. Ich bin ja schon da. Okay, so. Fighter is going live. Wo ist die Anna? Ich war da sogar. Da hinten, Jonathan Seville. Hab ich. Fighter is live. Awaiting orders. Okay, Ziel angreifen. Yes, Commander. Focusing fire now. Alter, das ist halt krass. Weißt du, der Fighter ist halt schon da und ich bin noch ewig weit weg. Achso, ich soll mein Waffensystem ausfahren, das wäre super. Das würde helfen. So.
Na komm her, Feuer frei. Na, geht ganz gut runter, die Anna. Oh, der macht einen Schildbooster. Was macht der? Der ist schon, hat auch schon gar keine Schilde mehr. Ja, jetzt nicht mehr. So. Also ich bin mal gespannt, ich habe jetzt die Schildbooster bei mir reingeballert. Ich sollte jetzt eigentlich theoretisch doch ein bisschen mehr noch aushalten, schildtechnisch, oder? Okay. Das Geile ist, meine Laser fangen jetzt ja automatisch an zu feuern dann, wenn ich angegriffen werde. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aramundel, scan mich, Dropship. Ja, ich muss erstmal den hier platt machen, weil der feuert gerade schon auf mich.